Aber da ragen schon ein paar Achterbahnen aus dem Boden heraus. Und wir fahren ja so einen komischen Feldweg. So, erste Airtime des Tages, aber frag nicht nach Sonnenschengen. So, das ist mein Bewerbungsvideo für die Rallye. Da machen wir dann übrigens auch mit. Hier, was ist das hier? WOC oder so? Ne? Mega geil. Fahren wir für Team Schwabenpark. So, heute ist Stress. 10 bis 17 Uhr ist der Park geöffnet. 10 Achterbahnen stehen hier. Ich weiß nicht, was sonst noch hier steht. Heiliger Strohsack. Wahrscheinlich fangen wir mit der Neuheit an, weil da alle reinrennen. Intermittent Version Coaster, der seit 100 Jahren irgendwo rumstand in Brasilien oder so rumlag, nicht aufgebaut, weil sich den Aufbau irgendwie nicht leisten konnten und jetzt hier verkauft wurde. Und ich hab gelesen, für 18 Millionen Pfund, Alter, wer kauft denn für 18 Millionen Pfund eine aber eine alte gebrauchte Anlage oder ungebrauchte Anlage, die irgendwo rumlag, man weiß es nicht. Gucken wir uns an. Andere spannende Sachen sind hier auch ein Vekoma SLC mit einem anderen Layout, nicht mit dem Standard-Layout und so weiter und so fort, aber dazu mehr jetzt. So, wir können jetzt direkt hier, also auch in eine riesige Zigzag-Line gehen, aber wir haben vorher Online-Tickets gekauft und das ist halt, wenn du bis zu 7 Tage vorher das Ticket holst, auch glaube ich 10 Pfund günstiger, auf jeden Fall viel günstiger vorher. Und der Park macht in einer Viertelstunde dann richtig auf. Gucken wir mal, wie es dann bei Sick aussieht, der Neuheit. Ansonsten fangen wir hinten an. Aber jetzt direkt am Anfang die Neuheit machen, das ist glaube ich ganz clever, bevor es dann richtig voll ist. Da. So, wir entscheiden uns jetzt dafür, das ist halt immer schwierig, uns bei Sick anzustellen, also der Neuheit dieses Jahr, den Tenant Version Coaster von Intermin. Beim Motorbike Coaster von Vekoma stehen auch schon ein paar Leute an. Bei der Volare sieht es so aus, als ob da noch nicht so viel los wäre. Aber man sieht nicht, ob da, also da kann man schon durch den Eingang reingehen, da fährt noch keiner. Aber also hier ist auch schon eine ordentlich lange Schlange und wir zocken jetzt einfach, wir fangen jetzt hier an. Und es stehen auch immer noch mehr Leute hinter uns. Ist immer schwierig. Manchmal lohnt es sich, mit dem Kleinkram anzufangen, manchmal mit den großen Sachen. Wir fangen heute mit dem Großen an. Der Park hat auch eine Stunde jetzt länger auf als eigentlich vorgesehen. Wahrscheinlich wissen die, dass es heute voll wird. Also dann direkt morgens das machen, was viele machen. Oder das machen, was wenig Kapazität hat. Da das aber Schrott ist, fangen wir mit dem Ding jetzt einfach an. Also irgendwo musst du anfangen.
und kannst jetzt philosophieren, wie du willst. Also wie du es machst, machst du es verkehrt oder hast Glück. Also das sind jetzt vor uns 3 Züge vielleicht, ne? Wenn 4. So, schauen wir mal. Die haben gerade noch einen Trackwalk gemacht und wir haben auch 10 vor 10. Auch, ich finde es sehr gut, dass die Leute schon in den Park können, wenn der Park noch nicht auf hat. Dann verteilt sich das alles schon mal und dann, wenn dann 10 Uhr alle Rides aufmachen, dann ist das richtig gut, meiner Meinung nach. Und die Volare macht halt auch nur Testruns, wie gestört. Schauen wir mal. Um 10 Uhr macht die Bahn auf. Um 10 Uhr latscht er auf den Lift hoch. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also gute 25 Minuten haben wir jetzt auf die Volare gewartet. Wir sind, warum das denn? Ihr wart doch bei SICK. Ja, wir haben uns dann dagegen entschieden, dass wir da weiter warten, wenn der Typ um Punkt 10 erst da hochlatscht. Inzwischen ist die Bahn wohl auch auf, habe ich gerade fahren sehen. Machen wir jetzt aber nicht, weil ich da jetzt von ausgehe, dass da natürlich das Rappel voll ist. Wir machen dann jetzt den El Loco, S&S El Loco. Habt ihr bei uns am Kanal schon mal gesehen, im Four Petit City in Frankreich? Und sind wir einmal nicht gefahren in Las Vegas, weil der Park am Tag unseres Abflugs wieder aufgemacht hat, aber erst als wir im Flugzeug saßen. Das ist halt hier ein bisschen weiter hin. Eieieiei, das sieht auch nicht schön aus. Und ja, dann in die Richtung sind noch mehr Bahnen. Habe ich gerade von der Volare aus gespottet. Ja. Ich glaube, das bringt nichts. Da muss man sich jetzt anstellen, ne? Du kannst jetzt hingewöhnen, glaube ich. Ja. Das ist das Brechen voll heute. Das ist sehr, sehr unschön. Aber... Ey, das haben wir schon seit 3 Jahren nicht mehr gehabt, dass wir angestanden haben. Außer jetzt eine Stunde für den Woody letztens auf dieser Tour hier. Ja. Ja. Schön. Vor allem mit 2 Wagen bei der Volare drin, ne? Das ist halt auch eine Abfertigung. Hier ist auch nicht alles drin. Auto mit rein sogar hier. Aber passt halt auch nur 4 Leute rein. Alter, die haben den ganzen Müll da oben reingeworfen, die Leute. Wir gehen jetzt doch nicht zum Mumba Dumbo oder wie das Ding heißt. Da waren 30 Minuten angeschlagen. Von da aus konnten wir sehen, wo wir gerade reingehen wollten, dass bei Kumali, dem Bekuma SLC, nicht so viel los ist. Aber die Operation scheint auch nicht so bombig zu sein, weil da ist nichts gefahren. Aber wir haben gedacht, komm, dann machen wir den jetzt zuerst, weil die Leute, die da gleich rausgehen, die gehen ja alle hier hin. Und dann hast du hier wahrscheinlich die 30 Minuten Wartezeit. Whatever, wir machen jetzt erst das hier.
So, wir sind Kula Mali Habi Huli, weiß ich auch immer noch. Das ist LC. Es ist kein Custom Layout, das ist auch ein Standard Layout, aber nicht das Standard Layout, was ihr alle kennt, sondern eine andere Variante, auch viel länger. Richtig gut. Alter, erstmal Speed on Master, also mit was für einem Wumms der in den Looping reinknallt. Und ja, Cobra Roll lame wie immer, dafür aber der Corkscrew war ganz geil auch. Da kommt diese große Kurve noch und dann war es aber schon wieder. Aber richtig cool, hat Bock gemacht. Die nächste Achterbahn, an der wir uns versuchen, das könnte auch etwas dauern, weil die Abfertigung sehr langwierig ist und dann fährt das Ding auch noch zwei Runden. Vielleicht ist jetzt auch drei, man weiß es nicht. Oder hält es an? Das hält an. Hier schaukelt gerade noch was. Sieht irgendwie crazy aus, was, wie viele Arme sind. Sechs Arme mit jeweils drei Sitzen nach außen und dann schaukelt, also ich verstehe es nicht so ganz. Wer das warum so gebaut hat, weil du kannst es ja auch durchgehend machen, dass du mehr Sitze hast. Aber man steht hier eh nicht so auf Kapazität, sieht man auch an dem Starflyer hinter uns oder an der Volare oder auch am El Loco, den wir jetzt noch nicht gemacht haben, denn wir waren taktisch sehr klug. Die Wartezeit ist nicht mehr bei 30 Minuten, sondern natürlich bei 60 Minuten jetzt vorne angeschlagen. Und da gehe ich dann mal von aus, dass das auch stimmen könnte. Schieben wir das mal ein bisschen so auf die Mittagszeit vielleicht eher. Jetzt sind wir hier an dem Ding, wir probieren es jetzt hier mal. Dann ist da vorne noch ein Zamperla SCD80, müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Und ob wir dann wechseln zum Motorbike Coaster und anschließend zu SICK. Ja. Haben wir dann noch irgendwas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fehlen noch drei Achterbahnen. Schön. Aber ich bin doof. Aber, hä? Ich habe schon gestern doof gezählt. Nee, wir gucken mal. Ach ja, natürlich haben wir das Glück, dass genau vor uns eine Familie von Substanzkonsumenten sich angestellt hat. Erster Güte. Ja, wie soll ich das denn sonst beschreiben, ohne dass man das auch hier versteht? Laute Musik. Wir haben jetzt SICK gemacht. Single Rider. Wir haben einen Single Rider Eingang. 40 Minuten waren ursprünglich angeschlagen bei der Standby Queue und da haben wir uns gedacht, komm, wir machen Single Rider. Da haben wir jetzt ungefähr 20 Minuten gewartet und ja, die Bahn war sehr, sehr
stark vibriert. Die haben auch noch natürlich den, das ist ja eine ältere Version, die haben auch den alten Zug mit den älteren Bügeln und so. Die nicht ganz so bequem, wenn du die in Versionen fährst. Und das sind ja hier so ein paar von den Ted and Burton Coaster. Ja, aber so fand ich es schön. Der hat einen sehr schnellen Lift, das ist immer sehr angenehm. Bist du schnell wieder unten. Und ja, ich fand's okay. Also, würde ich nicht mein Lieblingsachterbahn, aber kann man mal machen, auf jeden Fall. Aber die Vibrationen waren schon sehr prägnant, muss ich sagen. Also, hat der wohl nicht so gut getan, ein paar Jährchen irgendwo rumzuliegen. Sag mal eben die Expertenmeinung vielleicht kurz. Expertenmeinung? Sick. Hast du den Dude nicht mehr erzählt? Nee. Er war komplett fertig nach der Fahrt. Also wir haben Single Rider gemacht und er ist komplett freigedreht und zu seinen ganzen Leuten gerannt, weil ich die ganze Fahrt über die Hände oben hatte. Ist er nicht drauf klargekommen. Vibriert ordentlich. Okay, man muss dazu sagen, die Neuheit diesen Jahres, die auch dieses Jahr das erste Mal aufgemacht hat, ist 20 Jahre alt. Glaube ich. Ich glaube, die lag seit 2002 in Brasilien rum, die Kiste. Im Review dazu gehen wir da näher drauf ein und anständiger. Ja, diese 100.000 Inline-Twists am Ende, das sieht von außen richtig geil aus. Das fährt sich jetzt eher unangenehm. Vor allem sind die zusammengestückelt. Das ist immer so unterbrochen und dann fängst du nochmal an. Du drehst dich nicht durchgehend, weißt du? Ja. Ich mache jetzt eben hier einen Off-Ride, sonst vergessen wir das. Wir sind jetzt hier gerade im Ausgangsbereich. Und hier ist auch der Motorbike-Coaster, da ist immer noch rappelvoll. Ja, das ist gut. Da sind wir vorbeigefahren. Ja, nur weil da noch eine Inversion kommt, kannst du gucken. Finde ich auch ganz cool, wenn du reinkommst mit dem Nebel, auch in der Station mit Nebel und also neben kommt ja dann weiter durch und Moving Heads und so. Draußen ist halt nichts thematisiert und es steht natürlich jetzt ganz gut da. Der Motorbike-Coaster steht auch gut da, der Rest ist hier steht nicht so gut da. Was gar nicht gut da steht, sind die Operations im ganzen Park. Und ich glaube, die haben hier auch nur einen Zug. Also sie hatte mal zwei, die Bahn. Verkauft, verloren. Jetzt ist hier wahrscheinlich so zwei Monate im Jahr vielleicht ein bisschen voll und das war's. Ne? Ja, das ist ja auch dann so dieses Hansa-Park-Prinzip. Wozu soll ich so viel Geld ausgeben für noch einen Zug? Die sind halt echt teuer, wenn ich die nur ein paar Wochen im Jahr brauche. Das ist nicht wirtschaftlich. Aber jetzt ist das für unsere Experience auch scheiße. Ja. Irgendwas ist ja immer und du kannst halt so eine Tour nicht machen, wenn jetzt Kackhauswetter nicht Ferien ist, weil da hat der ganze Kleinkram zu. Wenn man das einmal in England hinter sich gebracht hat, den Kleinkram zu machen, macht man eh nur die großen Parks, weil der Rest, der lohnt sich halt nicht. Und dann kannst du auch in der Nebensaison fahren, wo dann meistens aber nur am Wochenende auf ist. Das geht dann auch wieder nicht. Also wie du es machst, machst du es verkehrt. Das ist immer dieses Ding zwischen kleine Parks, große Parks, immer auf, nie auf. Und das ist ganz, 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 ganz schwierig. Naja, einen warten wir noch ab, machen einmal noch Off-Ride hiervon, eventuell hiervon. Also die haben scheinbar die gleiche Taktung, die haben alle auch nur einen Zug. Und ich befürchte, wir stellen uns jetzt gleich dann Ewigkeiten da an. Jetzt haben wir 25 Minuten gewartet. Also ging schneller als der Kiddie Coaster. Angeschlagen sind 40 bei der Standby-Queue, bei der normalen. Und ja, wir gucken erstmal, was wir alles fahren, alles filmen und danach kann man überlegen, ob wir dann nochmal uns anstellen. Durch der Traum. Keine Ahnung. Ich habe ja vor 3 Tagen im Busch geparkt und habe mir das Bein aufgeschnitten.
auf den Velocity oder bei Costa. Eine ganz große Gruppe war vor uns, die hat irgendwie dann, wollte dann doch nicht einsteigen, schon alle am Rand, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. An denen konnten wir dann vorbeigehen. Dann haben wir vielleicht 5 Minuten weniger gewartet als normal. Der Coaster war irgendwie schneller als im Turboland, aber dafür auch unangenehmer. und jetzt macht der Bro noch kurz Aufnahmen von Drifzig Inline Twists. Dann gehen wir kurz Pipi und dann versuchen wir es nochmal bei dem Mambo Jumbo Ding da. Flamingo Bär. Muss stehen wie ein Flamingo. Ja. Und dann versuchen wir es nochmal bei Mambo Jumbo da vielleicht mal dran zu kommen. Dann haben wir halt nur noch so Pipi-Coaster danach. Aber die sind halt auch die ganze Zeit voll, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Wir haben danach dann noch 4. Gator, Drehmaus, Zampella SCD-80 und noch so ein... Was ist denn das andere da hinten mit dem Dragon? Das ist so ein Power-Coaster. Ja, keine Ahnung. Power-Coaster-Scheiß. Gut. Das ist eine Typbezeichnung. Powered Coaster Scheiß. Der hat irgendwie Nessie Powered irgendwo, oder? Nee, das war gestern. Das ist halt. Das ist ein geiler Spot. Das ist ein richtig geiler Spot. Es wäre noch geiler, würdest du hier mal was erhöhter bauen. Aber es ist schon sehr geil. Nicht im Vorpark stehst du halt viel zu weit unten. Hier stehst du ziemlich gut. Ich hab einen Step zurückgehen, kann ich da noch besser reingucken. Und dann müssen wir es reinkrommen, weil ich habe nicht das Tele mit, sondern nur die komische Reinsicht und Quatsch. Und wir nicht ganz nett wechseln müssen. Das stimmt, ich spiele alleine. Da kommt doch keiner. Ja, das machen alle. So, wir stehen hier beim Waiting Time ist 60 Minutes an. Rambo Jumbo, keine Ahnung. Downtime. Nachdem wir schon 20 Minuten hier gewartet haben, wir haben jetzt ein bisschen ausgesetzt. Jetzt sind wir ein Stück vorgekommen, jetzt können wir kurz sehen hier, was hier los ist. Da saß gerade noch ein Gast drin und ein Maintenance Dude ist gerade hier und der hat gerade den Bügel abmontiert. Das ist wirklich, da liegt er auch. Und hat den da rausgeholt. Das kann nicht, da läuft der Autograf rausgelassen wurde. Das kann ja nicht die Notentriegelung sein. Was ist das denn bitte? SNS, was habt ihr da gebaut? Weil es muss ja immer eine Notentriegelung sein, dass da niemand kommen muss, dass man alles auseinanderbauen muss, das brennt. Das Gute ist, fahren kann das Ding trotzdem noch. Ja gut, das ist jetzt aber auch nicht im Normalbetrieb, sondern im Wartungsbetrieb. Hallo Leute, ich sitze hier gerade und schneide das Video, was ihr gerade seht. Und also erstmal ist das bestimmt schon aufgefallen, es gab keinen Anfang, kein Intro. Ich weiß nicht, ob wir es vergessen haben oder ob es irgendwie verschütt gegangen ist. Ist nicht da. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Roger Video Magazin. Und zum anderen, was wir jetzt nicht erzählt haben bei diesem El Loco hier, die haben jetzt den Bügel ja abgeschraubt. Die haben nicht nur den Bügel abgeschraubt, also wirklich, die hat alle Schrauben gelöst und hat den auseinandergebaut, um den Menschen da rauszuholen, weil der irgendwie nicht mehr aufging, der Bügel. Danach haben sie wirklich mit so einem weiß-roten Plastikkettchen diese Reihe gesperrt von dem Wagen und sind damit normal weitergefahren. Da konnte man oder musste man in der zweiten Reihe sitzen, in der ersten Reihe, also von der sehr geringen Kapazität dieser Park ja hat, haben 2 Plätze jetzt nochmal mehr gefehlt und ist einfach nur mit so einem Plastikkettchen gesperrt worden, 3 Testruns und dann wurde die Bahn wieder aufgemacht für alle. Hatten wir nämlich in der Insta-Story auf jeden Fall ausführlich. Deswegen haben wir es wahrscheinlich vergessen, jetzt hier im Vlog zu erzählen und reinzupacken. Deswegen melde ich mich ganz schnell hier vom Schnittplatz und packe das jetzt schnell noch da rein, damit es weitergeht und ihr das Video weitersehen könnt. Viel Spaß noch!
Eine Stunde und 45 Minuten. Das sind das drei Schulstunden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall 40 Minuten angeschlagen, 20 Minuten Breakdown. Finde ich schon interessant. Und die Fahrt war, ja, tat weh teilweise, aber irgendwie cool, aber schon rasant. Aber es drückt schon immer hier an diesen Schulterbügeln. Gut, dass die da sind auf jeden Fall. Was willst du sagen? Zum Abgewöhnen. Nee, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Aber im letzten Stück hat die tatsächlich noch zwei Schläge verteilt. Damit haben wir ja nicht mehr gerechnet. Das muss ich jetzt mal für euch einfangen. Der Baum hat jetzt noch kurz aufgehört von Kumali. Und dann gehen wir rüber und gucken, wie die Wartezeiten bei den Kindersachen sind, die wir jetzt noch machen müssen. Weil wir müssen auch noch 2,5 Stunden bis zum Hotel fahren. Und das hat noch bis 8 Uhr Check-in. Dann kommen wir sonst ein bisschen in die Bredouille. Und deswegen müssen wir so ein bisschen koordinieren und wissen jetzt noch nicht, ob wir alle uns schaffen werden oder nicht. Aber ich komme. So, ich muss mal kurz auf Red filmen hier mit der Joko. Genau. Und wir werden uns aber melden, wenn wir uns noch mal irgendwo anstellen. Dauert noch einen Moment, die haben sage und schreibe, wirklich, das ist auch voll logisch, es sind drei Boote da drin. Die begegnen sich nicht. Aber die Dinger hier sind auf Dauerfeuer, hier fehlt sogar der Knopf. Und da bin ich dabei. Wie erstmal die Leute drin leiden und wie viel Spaß alle hier draußen haben. Also die reißen die Eltern die Wasserpistole aus der Hand. Ja, wir filmen gerade schon mal ein bisschen, dann wird das schon mal abhaken. Ich weiß nicht, wie wir da zu dem Shoot the Cute kommen. Wir gehen jetzt eh mal in die Richtung und gucken mal, wie voll diese ganzen Kinderbahnen sind. Fehlen theoretisch noch 4. Ich würde mich noch anstellen für die Zamperla Drehkiste, aber bei dem Rest müssen wir mal gucken, wie voll das jetzt ist, weil das ist mir ein bisschen zu doof. Bei dem Thrillcoaster schlechthin habe ich meinen Hut verloren. Ich habe den extra so weit runtergezogen, aber ich wusste nicht, dass das so schnell wird. Und ich habe einen lieben Operator, der das eben schnell macht. Gut, dass das nicht so ein Riesending ist. Aber wenn ich Kinder, immer den Hut. Thank you so much. Rosa, hey. Ich hab das nicht verdient. Ja, ist auch so. Man zieht das Ding vorher aus. Guck mal, wie der aussieht. Schön. Dreckig? Falls dir nicht aufgefallen ist, wir sind da drüber gefahren. Und nein, wir sind nicht da drüber gefahren, oder? Wir sind da drüber gefahren. Ja, das Problem ist, Alter, mir tut das Knie, mir tut alles jetzt weh. Kein Wunder. Ich war da jetzt so reingequetscht. Also, der Gurt war mega lang, der Bügel war groß genug, aber... So. Also das verstehe ich auch nicht. So, Zamperla SCD-80 hatten wir ja bei Silverdollar City, ging der Bügel nicht zu. Hier, der Bügel, der hätte noch weiter zugekommen. Der Gurt hatte noch Spiel und jetzt hat er nochmal einen Gurt. Aber meine Beine haben da nicht reingepasst. Ich weiß nicht, was mit dem Ding ist. Das ist alles die gleiche Bahn. So, deswegen habe ich mich da so festgekrallt und abgedrückt, damit ich nicht komplett zerquetsche und hatte keine Hand frei, den blöden Hut zu fangen. Weil du hattest den, glaube ich, berührt, ich war kurz, oder? Ja, ganz kurz habe ich fast gehabt, aber dann ist der zwischen beide Wagen gefahren und dann sind wir drüber gefahren, wie man sieht. Ich habe den ja schon sauber gemacht. Ich bin froh, dass ich ihn wieder habe. Du kannst doch nicht mal deine Tasche richtig rum anziehen. Nee, das war jetzt in der Eile, wegen dem Hut. Also, ich mache es ja in jedem Vlog, aber hier der Aufruf, ich suche jemanden für Uschi als Ersatz. Wenn ihr komplett apathisch seid und nichts könnt, seid ihr genau richtig, weil dann macht ihr schon mal weniger Stress und Ärger als Uschi. Also, Wachkoma-Patienten, meldet euch. Hallo?
Wir haben auch Connection zu Intensivpflege. Da können wir was organisieren. Ja. Wäre das mal alles so lustig. Aber das ist auch, weil man sagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen, heult leise, jeder hat genug Scheiße an den Hacken. So schön schwarze Schmiere, den Rennen von so einem Rad, was mal Teamkontakt, mal nicht hat. Ist aber auch kein Powered Coaster. Reibrad-Lift, die laufen auch die ganze Zeit durchgehend. Wir haben übrigens beim SCD 80 gerade, wo ich ihren Hut hat überfahren lassen, einen Zug gewartet und jetzt sind zwei gefahren und im dritten sitzen wir mit drin bei dem Dragon hier. Der, Alter, ey. Ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit auch angerempelt werde. Das Riesenrad hier, das also ist ja so ein kleines, das sieht auch richtig cool aus. Die haben ja noch einen Safari-Park mit dran, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Weil wenn wir das Ding jetzt gleich hier haben, hätten wir theoretisch noch zwei Achterbahnen, die wir noch nicht gesehen haben, in echt. Aber eventuell wissen wir, wo die sein sollen. Da gehen wir jetzt gleich erstmal hier nach gucken. Die vorletzte Reihe ist auch leer wieder. Also eben war aber die dahinter leer. Hinter denen, die da jetzt davor leer, die da jetzt sitzen. Warum machst du das? Auf jeden Fall, der letzte Wagen ist kaputt scheinbar, weil da darf keiner sitzen. Wenn er für Fastpass-Leute wäre und wenn keine kommen, den einfach nicht besetzen würde. Ja, die haben ja diesen Spaß am Starflyer hier. Vergleich das einfach mal mit Phantasiana und Flyosaurus. Ja. Du kriegst auch mal wie die ganze Pose so dumm dreht. Den auffüllen. Wenn du es hoffst. Also der Park gewinnt auf jeden Fall Preise für die beste Operation der Menschheit-Geschichte. Einer der Mitarbeiter kriegt auf jeden Fall auch den Award Schuhe besungen beim Laufen. Der Park kriegt auch den Preis für die beste Pflege. Also vorne, das sieht ganz okay aus, ne? Aber hier sowas wie viele Flaschen und Müll hinter diesem verrosteten Kompressor liegen. So, was ist denn das? So mal ab davon, dass auch hier das ganze Laub zwischen der Sohle liegt. Ja. Das ist doch so. Ich meine, Dach, wir haben nirgendwo ein Dach. So nix hat Dächer. Und hier ein Dino. Hat schon ein Loch im Schwanz. Bring mich mal um. Thank you.
Erstmal 100 Gurte hier wieder lösen. So, wir sind das Dino-Dingsbums gefahren. Twistosaurus, Zamperla Twisted Coaster. Jo, hat sich auf jeden Fall gedreht. Und hier steht auch der Go-Gator auf ein paar Brettchen. Aber das ist auch wieder einer der ganz kleinen Go-Gators und da ist auch ein Kit dran. Ein Schild dran, Children's Only. Also, possible full count und ja, das wird ausgegraut, weil geht ja nicht. Das möchte, glaube ich, auch niemand sehen, wenn ein Erwachsener drin hockt. Also das ist, es gibt halt Go-Gators, da passen Erwachsene auch normal mit rein, in diese hier aber nicht. Fast vergessen zu erzählen, für den Zamperla Spinning Coaster haben wir wieder eine halbe Stunde gewartet. Geil. Es wäre alles nicht so schlimm, wenn die Operations nicht halt so kacke, dann wäre das nicht so lang. Und dann, aber wenn, also weißt du, was ich meine? Wenn es voller wäre, aber gute Operations, wäre es ja okay. Aber nicht, wenn es vermeidbar ist. Naja. Hier ist irgend so eine Attraktion, wo man sich battlen kann. Es klingt nach Laserpistolen. Sieht aus wie Paintball ohne Farbe. Aber gut, das ist ja dann so ein Laser-Tag. Aber draußen auch? Ich will das nicht. Dann hier der große Safari-Teil noch. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht das Vorzeigemodell. Wir latschen nämlich gerade hier nach hinten, weil hier noch ein ja, Shoot-a-Cute oder so ähnliches steht. Ich glaube, wir gehen hier hoch. Nee, da geht es aber direkt rechts. Wir müssen unten lang. Und das wird so zeigen, ich glaube, wir müssen eine Fahrt abwarten, weil hier ist der die Copa Roll, die wir bis jetzt noch nicht drauf hatten von dem SLC und die Schiffschaukel schaukelt nicht. Das muss ich, glaube ich, schon einmal hier noch mitnehmen. Ja, die Schiffschaukel sieht auch strange aus. Auch hier wieder nichts auf dem Track. Also das sind zwei, drei Boote, die stehen alle gleichzeitig in der Station. Eins warten wir ab für eine Aufnahme. Die muss sitzen, wenn nicht, sieht halt kacke aus, da müsst ihr jetzt durch. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mitgebracht. Du kommst hier nicht voran. Du kommst mit dem Fahren nicht voran, du kommst mit dem Filmen nicht voran. Heidewitzka, ey. Ich wünsche mir die Zeiten in Sixpacks zurück, wo wir in 3 Stunden 10 Achterbahnen gefahren sind und nicht 3 Achterbahnen in 10 Stunden. Deswegen fahren wir auch Ende Mai, Anfang Juni in die USA, weil man das dann machen kann. Terminbahn, ne? Weiß ich nie, sind die Schienen hier, also die Stützen, waren die über oder ist das extra dafür gemacht worden? So, wir schleichen uns hier gerade nochmal einen anderen Weg entlang. Oh. Das sieht nach einem einer Achterbahnkollision mit einer Taube aus. Anders kann ich es nicht erklären. Sind wir Backstage? Nein. Nee. Ja, ich wollte jetzt hier noch Aufnahmen machen, aber läuft nicht, ist down. Stehen jetzt schon 10 Minuten hier und kommt kein Zug, dann spricht das eher dafür, dass da gerade ein Problem herrscht, ne, Freunde. Dann können Sie den ganzen Tag hier warten, wer weiß, was das ist, wie lange das dauert. Dann streichen wir jetzt die Segel. Schade drum, aber ein paar Aufnahmen haben wir ja. So, Freunde der Sonne, das war Flamingoland. Was haben wir heute nicht gesehen?
Flamingos, richtig. Schön, schön. Gerade als wir draußen mal den Park verlassen haben, fuhr Sick nochmal. Wir fahren jetzt aber, also ich weiß nicht wohin, ich habe schon kein Internet. Das ist wirklich ein Entwicklungsland hier. Erster Stop ist auf jeden Fall eine Tankstelle, einmal für Sprit und auch für Cold Drinks. Alter, was denn kalt, der Hund. So, das war, glaube ich, mal ein cooler Spielplatz. Das sieht auf jeden Fall ganz cool gefilmt aus. Ja, Safari gibt es halt nicht. Das ist nämlich das Ding, weißt du. So Parks dann so kacke operaten und so viel haben und so lang alles dauert, kannst du nicht alles zeigen. Dass der Park sich dann selber schlecht präsentiert, so, das merken die irgendwie manchmal nicht, keine Ahnung. Ja, Gefühle sind geteilter Meinung zu diesem Park. In der Parkvorstellung, wenn wir da nochmal in Ruhe drüber quatschen wollen, ist es wichtig, sowas immer mal sacken zu lassen. Das ist ja immer der erste Eindruck. Ne? Ja, der erste raus. Ja, bei Uschi ist die Route geladen, bei mir nicht. Also muss ja wohl echt langsam mal Offline-Karten her scheinbar. So ein richtiger Pöbel, also der kam mir schon den Berg runter, weil so ein Stammbaum aus dem Kreis älter Geschwister brüllen hier rum, weil wir hier nochmal eins durchfahren sollen, damit die auch sofort tanken können. Aber jetzt kommt der nicht weg. Idiot. Wir müssen jetzt mal in den Shop. So, wir waren jetzt gerade tanken hier. Und war ein bisschen lustig, weil das war so ein kleines Chaos irgendwie, weil du konntest halt von zwei Seiten wieder auf die Tankstelle auffahren und dann standen irgendwie alle in tausend Richtungen und wir dachten uns so, ja, da ist noch eine Ecke frei, die nehmen wir. Und die hatten aber wohl drei Reihen in der Säule. Mhm. Drei Säulen in der Reihe. Das hat der Bro aber nicht gesehen, weil die eine stand so ein bisschen schräg, wo er sich dann reingestellt hat. Das ist die drei, die ich gesehen habe. Genau, aber es war wohl dahinter noch eine frei. So, er stieg dann aus und tankte und dann standen hinter uns schon noch so, nicht getankt. Nee, wollte tanken, standen hinter uns schon so richtige Rednecks in so einem Pickup. Ja, ne? Den ich ja gerade erwähnt. Ist das eigentlich hinter uns, wenn die Richtung unserer Motorhaube stehen? Ja, eigentlich standen die hinter uns. Wir sind halt rückwärts über die ganze Tankstelle wieder gefahren. Ja, aber ist ja nicht verboten. Da hat er sich ja vorher schon bekehrt, aber Er kam aber von der gleichen Seite richtig. Wie wir und fährt auch jetzt in die gleiche Richtung weiter wie wir. Richtig. Hat nur den Rüssel auf der anderen Seite. Ja, und dann wollte der Bro gerade anfangen zu tanken und dann ist der Redneck-Beifahrer ausgestiegen und hat irgendwas auf Redneckisch gerufen. Wir haben natürlich sofort gewusst, dass er sagt, weil wir die Tanksäule gesehen hatten, nachdem wir dann ausgestiegen waren, die da noch frei war. Und ich ihm auch gesagt habe, da ist jetzt eigentlich noch eine frei. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, okay. Und dann hat er halt quasi erwünscht, dass wir doch da tanken, an der weiteren Freien, damit er an der, wo wir jetzt standen. Also erstmal macht der Ton die Musik und dann schreit der da rum wie der letzte Assi. Hey! Ich hatte die Ruhe weg. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, die Karte spielst du? Oh, I don't understand you. Das versteht ja wirklich keiner. Ja, und da wurde halt immer lauter und hatte beim dritten Mal schreien, habe ich bloß übersetzen, ich habe den schon verstanden. Ja, und dann hat er ganz langsam die Tankdecke wieder reingeschraubt und ist dann weitergefahren. Ich habe dem noch gesagt, komm, jetzt fährt der falsch rum um die Insel. Ah, nee, die ist das auch. Ja. Ich habe halt auch noch gesagt, der soll mal ein bisschen ruhig machen. Ja, um die weitere Insel. An die weitere Säule gefahren und Das fand er übrigens auch nicht lustig. Nee. Dass ich ihm gesagt habe, der soll mal runterkommen und ein bisschen ruhig sein. Nee, der war so ein bisschen abgefuckt. Und dann haben wir da getankt und er hat halt nur irgendwie für, weiß ich nicht, 10 Pfund oder so getankt, war dann direkt wieder fertig. Und wir haben halt voll gemacht und haben uns noch Getränke im Shop geholt und der war dann schon wieder fertig mit Tank und allem und stand dann da. Also und der Shop war auch mega voll? Wir waren irgendwie die Fünften in der Schlange oder so. Ja, und dann hat er da drin gesessen, hat dann direkt den Motor angemacht und wir waren dann im Shop und dann hat ihm halt überhaupt nichts gemacht. Der Tank ist jetzt wahrscheinlich schon fast wieder leer, solange wir da warten mussten. Aber da konnten wir halt jetzt wirklich nichts für. Also wir haben jetzt nur ganz schnell Getränke genommen und uns in die Line gestellt. Das war jetzt nichts, als ob wir da rumgetrödelt hätten. Ne? Also gut, schau mal sagen. Ne?
ne? Kurz zu den Getränken, bevor du weiter erzählst. Ja. Es gibt hier noch Relentless. Das kennt man vielleicht noch aus Deutschland, wenn man alt ist. Das gibt es bei uns ja schon ewig nicht mehr. Leider mit der normalen Öffnung nicht das krasse, patentierte Aufzugsystem von Relentless. Und Peach Zero. Das habe ich jetzt mal mitgenommen, weil ich dachte, das kann gut geil sein. Ich habe einen Eistee für Zitrone und einen Cherry Cola. Ja, wir brauchen jetzt noch 2:10 und werden mal sehen, wann die Mautstraße denn hier beginnt, die wir denn jetzt gewählt haben, da wir sonst noch eine halbe Stunde länger brauchen. Und das passt dann euch nicht mehr. Das ist einfach zu viel Stress, gell? Super! Nee. Nee? Das heißt, die Einleitung gehabt zu dem, was du noch erzählen wolltest eigentlich. Was denn? Da weiß ich jetzt schon mal nicht mehr. Du wolltest eine Sache erzählen, wie hast du jetzt eingeleitet, ah, ja, sehr lange? Und wie bleibt jetzt weg? Ja, das, mit den, das ist so schön, das mit den Rednecks. Da standen wir dann an der Kasse hier in der Tankstelle und die Dame hat sich dann, die da arbeitet, hat sich dann für die sehr freundlichen Locals, die wir jetzt kennenlernen durften, einmal kurz entschuldigt und hat dann gesagt, wir hätten die auf Deutsch beschimpfen müssen, weil die hat da unser Kennzeichen gesehen wahrscheinlich und unsere Kartoffelköpfe. Und unsere Kartoffelkarte? Und unsere Kartoffelkarte. Weil das Gerät sagt ja doch, glaube ich, auch, dass das. Weiß ich nicht so genau. Ist. Weil letztes Mal haben die auch gefragt, was das für eine Karte ist. Also, es kommt, glaube ich, drauf an. Ja, okay. It depends. Sie hat auf jeden Fall gesagt, you should have sworn to them in German. Vielleicht hat sie aber auch einfach gesehen. Nee, das haben wir nicht nur in Deutschland, das rechte linke. Ne? Rechtsrad links. Hm? Rechtsrad links, ja, Linksrad. Also bei diesen ganzen Aufnahmen von unterwegs und von der Landschaft, die wir euch immer in die Vlogs mit reinpacken, ich habe die Befürchtung, dass viele behaupten werden, dass wir einfach in Texas mehr gefilmt haben und das euch jetzt als England-Tour verkaufen. Aber nein, das sieht hier so aus. Das ist ja alles Drösch hier. Das ist ja unfassbar. Hitzewelle. Also jetzt ist ja gerade mal ein bisschen mehr hier. Ja, es ist auch Hitzewelle. Heute ist aber Peak of the Heat und soll jetzt wohl sich abkühlen. Das hatten wir ja auch schon das Thema, dass die Leute hier das Wasser gehortet haben. Und wir jetzt hier Wasser von Nestle haben, Alter. Das ist ja wirklich, da kannst du auch. Dürfte Lukas nicht trinken? Ja, du kannst so Nestle-Wasser kaufen, weil es halt kein anderes gab. Kannst aber genauso gut deine Cola durch Nabelschnuren trinken. Das ist genauso moralisch in Ordnung. Ja, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht. Ja. Jetzt schlecht mit so einem Filtersystem rumlaufen und irgendwo in den Kanal hocken. Und ja, es gibt ganz viele andere Sachen, die man trotzdem kauft und macht und tut, die offensichtlich von Nestle sind, die nicht offensichtlich von Nestle sind. Oder Unilever oder. Also, kannst ja alles vergessen. Wenn du nicht den ganzen Tag aus dem Hahn säufst, oder schon eh irgendjemand, der ein Verbrecher ist. Wenn du hier übrigens, also man kann hier aus dem Hahn trinken, je nachdem wo du unterwegs bist, ist das aber auch mit Chlor versetzt, das Wasser. Was auch nicht ganz schlecht ist, wenn, ja, ist mir lieber, als wenn das Brackwasser jemand weggeklort hat. Ja. Kennt man ja aus den USA, kann man trinken. Nee, das schaffe ich nicht. Nein. Jetzt sind wir hinter der lahmarschigen Stretch Limo. Doch. Kleinen Moment. Ich bereite mich. Man darf hier nicht überholen, oder? Ja. Willst du ja auch nicht, du willst ja vorbeifahren. Nee, aber jetzt gleich kommt noch mal ein Kreisverkehr, davor wird es auch zweispurig. Und dann ist sie in den Innenspur meine. Und dann Tschüssikowski. Tschüssikowski. Das ist auch ein Schulabbrecher, Kennzeichen, no Abi. Da oben wird es zweispurig, das ist so. Juhu. Und jetzt fahren wir gleich daran vorbei und dann filme ich euch die lange Limousine mal für. So, kommen wir zu einer weiteren Besonderheit. Das ist jetzt nicht so besonders. Also vor allem nicht, wenn man aus Österreich kommt und diese Videos sieht oder aus der Schweiz oder aus Italien. Da haben wir ja auch Leute. Und zwar gibt es jetzt, also ich dachte, der Schritt hier rum. Nee, das habe ich auch gedacht. Hat er aber. Haben wir eine Strecke mit Mautgebühren.
aber soweit ich das auf dem Schirm habe, gibt es in England jetzt keine Autobahnmaut. Nur für eine Autobahn. Du hast aber in London hast du Maut, hier City Maut und so ein Quatsch zum Beispiel. Und jetzt müssen wir über eine Brücke. Hätten wir natürlich auch lassen können, da wären wir aber eine halbe Stunde länger gefahren. Und wir fahren schon so 20 Minuten länger, als man sonst fahren müsste, wegen mehr Traffic. Und jetzt müssen wir hier die Brücke bezahlen. Aber steht auch nicht, wie viel die kostet. Nö, das steht ja noch nicht. Und sobald du den Kreisverkehr verlassen hast, hier rein, Richtung Brücke. No turns, no reverses, du bist am Arsch. No stopping. Du zahlst jetzt, mein Freund. Wenn du eine Panne hast, dann schieben die dich darüber, wenn du da drauf bist. Ja, zahlen! So zahlen. Vor allem steht auch halt ein Traffic Officer die ganze Zeit scheinbar. Hat das hier im Blick. Aber es geht ganz okay voran. Man muss ja nur gut machen. Genau. Card Payments deswegen only. Aber deswegen ist auch ein Officer hier mit da. Hier ist ja auch ein, man sieht, wie er aussieht da oben schon mal. Wenn er nicht so eine Mütze hat. Und sag mal so, wenn ihr jetzt alleine seid, braucht ihr auf jeden Fall lange Arme. Kontakt. Sogar kontaktlos. Contactless and card payments only, please. Also was ich meinte mit in hier Österreich, Schweiz, Italien, so kennt man das ja, also das kennt man dann nicht wegen Brücken, sondern wegen Tunneln, wo einzelne Tunnel bezahlt werden müssen. Und hier müssen halt Brücken bezahlen. Ist halt nicht so viel Wasser bei euch. Bei außer es taut ab. Sehen. Genau. No so. Cash accepted, steht da auch nochmal. Also jetzt muss ich aber nah genug ranfahren, aber irgendwo gegendengeln. Nö. So, 1,55 Pence Sterling kostet die Fahrt über die Brücke hier über San Francisco. San Francisco. Das ist zweispurig. So, da ist ein Freizeitpark. Das ist der für übermorgen. Und hier geht auf jeden Fall der Punk ab. Pleasure Beach Promenade ist halt morgen nicht. Aber hier kommen wir nachher wahrscheinlich vorbei, wenn wir gleich noch was essen wollen. Weil in 0,4 Meilen ist unser Hotel. Ich bin gespannt, wo wir unseren Hobel hier abstellen können. Sah auf Maps auf jeden Fall einfacher aus. Ne? Ja. Ja. Alter, hier steppt der Bär. Das ist ja abgeschmackt. Also dafür ist das aber ziemlich günstig gewesen, jetzt das Hotel. Dafür, dass hier voll der Punk abgeht und wir dann direkt da sind. Interessant. Schauen wir mal. Ist da vorne eine Geisterbahn oder was? Links neben dem Spider-Man an der Wand. Also ist der Spider-Man an der Wand? Ja. Und links daneben, das hat auch gerade so gequalmt. Ach so. Das ist der Lucky Eater on the top floor da oben. Best views in town. Kannst du oben essen und best views in town. Ne, das ist ein Fish and Chips Laden. Ja, mit so einem Piraten-Animatronic. Ja. Ist rot. Sehr gut. Da oben steht das ein fetter Transformer. Ein Vape to go. Ich habe noch nie eine feststehende Vape gesehen. Naja. So, wir brennen. Einmal kurz Kulturprogramm. Ich wusste jetzt, was wirklich ist. Hier ist übrigens eine Kirmes, eine kleine. Und da gibt es auch eine Achterbahn, aber die haben wir schon. Das ist die, die früher, also das FSBF, das Spinning Coaster, der früher im Trampolin Trier stand. Trier! Ach, geh mal die Stimme weg. So, wir sind jetzt kurz vor Hotel. Ja, da ist eins von den Häusern, wo das hinten durch. Und wo stellen wir uns jetzt hin? Jetzt haben wir Glück und eine Furze frei.
ansonsten gehst du bitte gleich mal da rein. Ja. Weil hängt gleich hier irgendwie in den Ultrastau. Okay. Da wo das weh ist bestimmt. Geil, kommt jetzt gerade hier einfach ein Typ an und gibt uns Props für die Farbe vom Auto und für das Lila und so. Also man hat öfter schon Leute gesehen, die es hier abgefeiert haben, aber er kam jetzt gerade an und hat kurz gequatscht. Uschi ist gerade mal kurz rein, das ist unser Hotel. Und die erwarten uns ja auch und checkt mal kurz ab, was hier Andacht ist und ob die wissen, wo wir uns am besten hinstellen können. Das ist doch mal geil von außen, oder? Das ist schon richtig gut. Was ist das für eine Schrift? Das ist ganz normale Schrift, hat nichts mit Pixar oder Findet Nemo oder irgendwas zu tun. So, wir sind noch auf der Suche nach Essen, aber Leute, pass auf. Straße, Gehweg und Flug. Ich möchte mal eine Story damit machen. Das ist aber crazy, sowas. Jute? Also hier gibt es einen privaten Parkplatz vom Cookhouse Pub und von dem Premier Inn, was hier ist. Und wenn du hier beim Cookhouse Pub zum Beispiel essen willst, dann hast du 3 Stunden freies Parken, musst aber dein License Plate hier, Kennzeichen hier an der Bar registrieren, damit das dann nicht kostet. 30 Minuten. 3 Stunden. Ja, 3 Stunden. Wir gehen hier nicht essen. Die sind für den Rest des Abends ausgebucht und draußen dürfen die ab nach 6 Uhr kein Essen mehr servieren. Jetzt kommen die nur. Nein, das haben die nicht gesagt. Also das geht. Hä? Wo ja. Ist hin? KFC? Ich aber KFC, ey. Das ist mir auch KFC? McDonalds ist voll. Nee, also wir können natürlich noch alternativ zu irgendeinem Fish and Chips Laden gehen, aber die sind auch alle voll und können wir gerne morgen machen, Fish and Chips, aber. Ich würde lieber das für morgen reservieren, aber weiß ja auch nicht wann. Ach, scheiß Touristen. Ja, also das ist ja auch eine Gegend, wo wir uns eigentlich nicht aufhalten wollen, aber hier sind halt 2 so Parks. Oder ja, mehr oder weniger Parks. Schlimm ist das. Ja, es ist nicht so unsere Präferenz, in solchen Ecken rumzuhängen, aber ja. So, die parken jetzt bei KFC und gehen irgendwo anders hin, das ist ja. Auch schön. Da sind die Stühle schon oben, ist nur noch zum Mitnehmen oder was? Oh Leute, ey. Aber bis 4 Uhr haben die auch. Er schüttelt den Kopf. Auch das gibt nichts, deswegen ist das wohl auch bei McDonald's so voll. Ja, mit den ganzen Fischen. Alter, es ist Samstagabend in der Obertouristenscheißecke und kriegst auch nichts zu essen. Hä? Das ist doch komplett doof alles, oder? Oh, Gottes Willi, ey.
Und ich sage, hier gibt's. Ach so, das hier. Premier Inn ist über dem Cookhouse. Ja. Ja, also jetzt hier brummt der Bär, aber die machen um 19 Uhr zu. Steht aber groß dran, die haben Freitag und Samstag bis 4 Uhr nachts auf. Ja, diesen Drive vielleicht. Ja, jetzt gar nicht mehr. Drive auch nur mit dem Auto. Sonst würden natürlich alle da jetzt doof rumstehen. Oh. Juhu! Was ist das für ein Quatsch, ey? Und das sind halt so Sachen, die kannst du halt, ne? Ich sag's immer wieder auf dieser Tour, aber es verstehen ja viele Leute nicht. Musst du eine Hauptsaison machen, sonst ist alles zu und läuft nicht. Und das hast du dann davon. Ja, ja. Wir waren ja vorher gerade noch in einer anderen Grill- und Barbude, die servieren auch kein Essen mehr. Also, oder überhaupt nicht, keine Ahnung. Also Grill und Fritteuer und Bar, gehe ich mal davon aus, dass man sonst was essen kann. Aber da war jetzt gerade auch schon, nö. Aber jetzt 20 nach 8. Ja, und ja gut. Hier und normalerweise gehen die um 17 Uhr auch ins Bett. Und auch hier ist denen das egal, die machen auch alles zu. Keine Ahnung, ey. Hier bei Mackie D's, gerade kam uns Leute entgegen. Die haben untereinander gesprochen, das ist eine Wartezeit von 2 Stunden. Jetzt kamen welche raus, die haben gerade ihr Geld wiederbekommen, weil die keinen Turn mehr auf dem Mist hatten. Es fahren immer noch Autos hier rein, also es hört auch noch lange nicht auf mit dem Amusement hier. Joa. Deswegen machen die auch meistens nur zu bei KFC, weil die das nicht. Das kriegen die Leute bis 4 Uhr morgens nicht auf. Ich hab keine Ahnung, Alter. Das ist ja richtig krank hier, ey. Vielleicht würde ich jetzt tatsächlich nochmal da oben hingehen, wo die stand hier. Upper Dingsbums gibt's gut. Oder? Und dann gucken wir mal weiter. Die stehen ja auch bis draußen, ey. Das sieht ja aus. Ja. Guck mal, der ganze Laden ist voll innen drin. Okay, das wird noch wieder fette Achterbahn. Ich jetzt müssen wir einfach counten gehen und dann nie wiederkommen. Wir haben das Hotel hier. Wo sollen wir hin? Nie wiederkommen. Oh Mann, oh Mann. Du kannst jetzt auch nicht mehr wegfahren, um irgendwas zu essen. Ist der Parkplatz weg? Ist der Parkplatz weg? Ja, aber du hast es ja auf dem Weg hierhin gesehen. Hier ist ja auch nichts drumherum. Es ist ja alles hier. Ja. Es konzentriert sich alles auf den Spot hier. Und der Spot ist handelt gut. Das nicht. Also, das ist, also, wo ich es am wenigsten erwartet hätte, dass es nicht funktioniert, war hier. Ja. Also überall anders war es so geil, du kommst an, parkst dein Auto, steigst ein, gehst nach unten, kriegst was zu essen, kriegst was zu trinken. Und hier ist so, nö. Hier ist zwar alles voll, aber nö. Vorsicht. Ja, ja. So, hier gibt es auch nichts mehr, nur bis 8 Uhr. Klar. Halb neun. Noch niemand hat Kuchen so schön angerichtet wie hier. So, wir sind jetzt im Laden, du suchst dir einen Platz, auf dem Platz überlegst dir, was du essen willst und dann gehst du wieder nach vorne und erzählst dir, was für eine Tischnummer du hast. Ist jetzt hier auch nicht so die geilste Auswahl, aber der geilste Blick aufs Meer und davor steht Achterbahn. Ja, das haben wir unten stehen. Best View in Town. Das stimmt wohl. Und du kriegst sogar noch was. Das ist total verrückt. Auch wenn es hier nicht so aussieht, als auch wenn hier nicht so viel los ist. Hier kriegst du was und hier ist keiner. Die sind so doof. Also, das ist auch sehr schlecht kommuniziert. Ja. Naja, wir sind hier. Ja, wir haben es ja auch gefunden. Ja, vielleicht hat es auch Gründe, dass keiner ja, hier ist. Ich habe schon gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, es hat bestimmt Gründe, warum keiner hier essen geht. Ja, das hat's. Guck dir das mal. Guck mal, mein Cheeseburger hier. Die Rimmelkäse einfach drauf. Habe ich noch nie gesehen.
So, wir sind jetzt hier noch in eine Bar gegangen, wo eben noch was los war und es kein Essen mehr gab und es ist ja auch gar nichts mehr los. Was ich aber ganz cool finde, die haben ja einiges auch an Licht an der Decke hin. Seht ihr auch vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Vorne auch ein paar Lichteffekte, ein paar Moving Heads haben sie. Ein großer Moving Head steht beim DJ vorne auf dem Pult gefühlt. Dancefloor mit leuchtendem Boden. Du kannst hier Billard spielen, du kannst Kicker spielen, du kannst an Automaten, du kannst Fokus gucken. Vielleicht auch was anderes, wenn was anderes passiert. Tennis, Golf, okay. Das ist also ein Sportsbar, Grill und hast du nicht gesehen. Und deswegen ist erstmal ein Bierchen, weil unser Bier ist natürlich pisswarm im Auto. Und ja, wir haben schon lange vor uns einen Cooler, einen neuen Cooler fürs Auto. Also, wir haben erst keinen gehabt, den du Zigarettenanzünder ansteckst, weil wir ganz viele andere Verbraucher immer da dran haben, vor allem bei den Touren, wo wir im Auto pennen. Und das sind ja meistens die Touren dann in Europa, wo man die eigenen Cooler braucht. Eiswürfel kannst du ja in Europa vergessen zu organisieren und den haben wir dann natürlich nicht geholt, weil da kannst du nicht noch mehr anschließen. Wir hatten ja schon Wechselrichter und alles damit dran hängen am Auto. Klar, eine Hülle und eine Batterie, bla bla bla. Also es gibt ja ganz viel, was man machen kann. Aber was ich kann und Möglichkeiten und so weiter, das ist ja auch noch ein anderes Thema. So, da wir aber das Kamerazeug immer komplexer wird und immer mehr Akkus geladen werden müssen, das ist gar nicht mehr unterwegs zu schaffen. Und auch so alles viel komplexer ist, ist ja auch so, dass wir öfter jetzt Hotels nehmen, statt im Auto zu pennen. Und dann ist natürlich die Kapazität da, dass man mal eine Kühlbox ins Auto packt mit Strom am Zigarettenanzünder, die wir uns aber noch nicht geholt haben. Das wird demnächst noch passieren müssen. Wir verpeilen das auch immer, bis es soweit ist. Hier ist Weihnachten. Ja, schön. Das hier ist übrigens Frisbee-Golf. Ja? Falls das jemand kennt, kannst du auch gerne googeln. Wir können auch vielleicht ein Vergleichsbild reinmachen. Ja. Also die Bar, wo wir jetzt gerade noch waren, wir schätzen mal, dass sie um 11 Uhr zumacht, weil wir es kurz vor 11 haben und Musik aus und alles. Und wir sind dann mal gegangen und Alter, was ist falsch mit den Leuten? Man den Film immer. Das Ding ist, ohne den Schwenk auf die Beine hätten sie auch nicht aufgehört. Wir wären wahrscheinlich bis zum Hotel hinterher gelaufen. Ja? Nee, wir gehen bis zum Ende der Mauer. Übrigens, wir haben zwar hier Meilen, aber Getränke gibt's in Liter. Ja. Nein, die gibt's nicht in Liter. Kompass, Alter. Wir sind vor unserem Hotel, wie man sieht. Und haben uns jetzt eben im Auto noch ein Döschen geholt. Das trinken wir uns jetzt auch noch, weil wir haben morgen mehr als satt genug Zeit. Der Park macht um 10.30 Uhr auf und also der Park, wir haben gar nicht gesagt, wo wir sind, ne? Ich glaube nicht. Wir haben nur die ganze Zeit davon schwadroniert. Oh. Wir können ja eigentlich echt nicht einparken. Das ist doch eure Standard-Einparkseite. Da passen drei Autos rein. Aber da passt nicht ein Bus rein. Darüber die ganze Zeit schwadroniert, was denn hier los ist, wie viele Leute doch hier rumlaufen, wie sie touristisch das doch ist, bla bla bla, wie wir halt sind, ne? Stimmt nämlich nicht. Jetzt habe schon wieder vergessen, wie das hier heißt. Das hier heißt Skegness. So, Skegness. Und wer informiert ist, weiß, hier ist der Park, den ich vergessen habe, dann ist hier gerade eine Kirmes und hinten durch
10 Autominuten, 12 Autominuten von hier entfernt ist Fantasy Island. Und das ist der Park für morgen. Großer Park, also großer Park, auch so ein Strandpark mit vielen Attraktionen. Das kommt morgen. Und auch wie wir da hinkommen und so weiter und so fort. Nur, dass wir jetzt auch mal wissen, wo wir jetzt hier gerade sind. Nee, komm, okay. Uschi wird ja ständig von Sachen gebissen und gestochen. Ja. Und er eskaliert dann auch. Ja, weil immer alles direkt anschwillt bei dir. Ja, du siehst super aus. Also die Original. Du musst gleich Cholesterinsalbe drauf machen. Ja, das erklärt einiges. Nein. Zu viel Cholesterinsalbe benutzt. Übrigens, das Hotel heißt ja Woodthorpe Hotel. Hat nichts mit einer Holzachterbahn im Vorpark zu tun. Wie immer, Link zum Hotel in der Videobeschreibung. Affiliate Link. Ihr wisst Bescheid. Aber das juckt auch direkt. Das ist voll die. Da, Leute. Da ist übrigens das Meer, also dieser Garagenhof. Und hier ist unser Hotel. Und wir haben leider Gottes die Seite anders raus. Erstmal steht da die Mittagssonne drauf und zum Zweiten ist da kein Meer. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. So rum war's. Oder man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Das kann es auch sein. Das kann man auch sagen. Das wollte ich noch erwähnt haben. Wir haben jetzt Gandhi. Wir haben kein Glück, aber wir haben auch kein Pech. Also Gandhi. Gandhi mal die Klappe halten. Oh, boah, der war gut. Kurz angeschlossen. Kabellage überhaupt erstmal verlegt, sortiert, eingeräumt, im Zimmer, trinke jetzt noch was und dann gute Nacht, wir sehen uns morgen wieder. Und das war's wieder mit diesem Video, mit diesem On-Tour-Vlog der Dirty Pleasure UK Tour 2022. Wir sind jetzt raus, ihr seid die coolsten, Roshi, Professor,